Leider bald von Ihnen verabschieden. Morgen früh 9 Uhr beginnt die Heimreise. Aber es war eine wunderschöne Zeit. Das ist ja... Das darf doch nicht wahr sein. Weg! Alles weg! Hilfe! Polizei! Man hat mich bestohlen. Beraubt hat man ihn. Mich, Hildemaus. Was sagst du dazu? Entsetzlich. Also wenn ich den Kerl erwische, der das Zeug mitgenommen hat. Ja. Dann gebe ich glatt noch eine Belohnung. Ah. Liebling, ich muss dir ein süßes Geheimnis verraten. Was schon? Du, ich habe da drüben ein klitzekleines Armband gesehen, also einfach himmlisch. Ach so. Das habe ich gekauft und die Rechnung habe ich ins Hotel schicken lassen. Für dich. Petra! 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 Endlich finde ich dich. Welch ein Zufall. Ja, ich... Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau. Komm mit. Also, was werden Sie jetzt tun? Oh, ich glaube, ich werde mir mal die Schönheiten von Amsterdam ansehen. Bitte schön. Es ist doch alles noch so wie früher. Entschuldigt, wenn ich euer junges Glück störe, aber ich muss... Du hast das Talent, immer im ungeeigneten Moment zu kommen. Was ist denn los? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und zweitens, das Schiff muss zurück an den Bodensee. Was? Generaldirektor Bockmann bleibt nun doch in Stuttgart. Ja, dann. Vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück. Ja. Ja, das ist so. Nimm das bitte nicht persönlich oder so, aber Elke und ich, wir... Weißt du, wir wollen... Ja, wir haben noch nie Amsterdam gesehen. Ach so, jetzt verstehe ich, natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Und außerdem hast du jetzt einen neuen Schiffsjungen. Und was für einen. Liebe ist ein Märchen aus tausend und einer Nacht. Liebe ist ein Geschenk, das die Welt uns macht.